Ja, hallo, mein Name ist Stefan Wagner. Ich bin Vereinspraktiker aus Dresden und bin heute zu Gast im Vereins- und Stiftungszentrum. Und ich darf Sie begrüßen zu unserer Reihe aktuelle Rechtsprechung rund um die Vereinsarbeit. Ja, unser nächster Fall, den wir jetzt besprechen wollen, führt uns in das Thema Wahlen. Das Thema Wahlen spielt da in unserer Vereinspraxis eine große Rolle. Dazu gibt es auch immer wieder Rechtsprechungen, weil Dinge eben häufig auch nicht beachtet werden, die eben in Stein gemeißelt sind, wo wir eben auch beachten müssen. Es nützt uns ja nichts, wenn wir Wahlen durchführen und die Wahlen laufen nicht so, wie sie laufen sollten. Also insofern, Wahlen sind in der Tat immer wieder mal Gegenstand von gerichtlichen Auseinandersetzungen. Da sollte man gucken, dass man Fehler vermeidet. Wichtig ist hier natürlich unsere eigene Satzung. Die Satzung muss natürlich auch das Thema Wahlen sehen, geregelt haben, uns auch sagen, was wir beachten müssen, wenn wir Wahlen durchführen. Also wichtig ist eine gute Satzungsgrundlage, um auch hier zu gucken, was muss ich beachten, damit auch die Wahlen richtig und korrekt durchgeführt werden. Dazu mal eine Auswertung, einige Tipps aus der aktuellen Rechtsprechung heraus. Es gibt also auch natürlich bestimmte Grundsätze, die wir eben bei Wahlen im Verein beachten müssen. Und dazu mal sozusagen ein paar Hilfestellungen, ein paar Tipps, ein paar Wahlrechtsgrundsätze, die immer wieder uns klar sein müssen, dass das eben auch bei uns im Verein anzuwenden ist. Deswegen mal in Stichworten so ein kleiner Überblick über die sogenannten 10 Wahlrechtsgrundsätze im Vereinsrecht. Diese 10 Grundsätze, die wir uns jetzt kurz ansehen werden, anhand dieses Falles, sollen eine Orientierungshilfe sein, aber sollten auch nochmal immer wieder nochmal dann, vielleicht, wenn Sie die nächsten Wahlen durchführen wollen, auch entsprechend nochmal herangezogen werden. Wahlrechtsgrundsatz Nummer 1 in Stichworten. Wichtig ist natürlich, dass nochmal ganz wichtige Grundlage, Satzungsregelungen beachten. Die Grundsätze der Satzung sind wesentliche Grundlage, dass eine Wahl richtig läuft. Grundsatz Nummer 2, wenn in der Tat die Satzung nicht alles regelt, wonach wir suchen, dann kann hilfsweise natürlich auf die Regelungen im BGB-Vereinsrecht oder auf die Grundsätze der Rechtsprechung zurückgegriffen werden. Aber es bleibt dabei, maßgebend ist erstmal die Satzung, die wir zu beachten haben. Grundsatz Nummer 3. Die wichtige Voraussetzung ist natürlich, wenn wir eine Wahl durchführen wollen, dass die Wahlen auf der Tagesordnung stehen. Das heißt also, die Mitgliederversammlung muss ordnungsgemäß einberufen sein und sie muss auch beschlussfähig sein, sonst können wir ja gar nicht erstmal starten. Das hängt gleich zusammen mit dem Grundsatz Nummer 4, den wir immer beachten müssen, dass natürlich jede Wahl auch genau in der Tagesordnung angekündigt sein muss. Wenn das nicht der Fall ist, kann keine Wahl durchgeführt werden. Also bei Wahlen immer grundsätzlich ganz sorgfältig formulieren, was und wer soll gewählt werden. Genaue Ankündigung in der Tagesordnung, dringende Empfehlung. Das führt uns dann zum Grundsatz Nummer 5, den wir beachten müssen. Grundsätzlich müssen wir Einzelwahlen durchführen. Das heißt also, es muss jede Position, bleiben wir mal beim Vorstand, einzeln gewählt werden. Die sogenannte Blockwahl oder Listenwahl ist im Vereinsrecht grundsätzlich nicht zulässig oder andersrum gesagt, die dürften wir wiederum nur dann durchführen, wenn wir dafür eine Satzungsregelung haben. Also Grundsatz der Einzelwahl. Das sollte unsere Richtschnur sein. Grundsatz Nummer 6 für diejenigen, für die Vereine, die vielleicht ihre Mitgliederversammlung virtuell oder hybrid durchführen. Auch das ist kein Problem. Auch in einer solchen Versammlung können natürlich Wahlen auch durchgeführt werden, vorausgesetzt natürlich, dass entsprechend die technischen Voraussetzungen gegeben sind. Also auch hier kein Hinderungsgrund. Grundsatz Nummer 7, wenn wir zu den Wahlen kommen,
ist natürlich auch wichtig, in welcher Form findet die Wahl statt. Und da ist es eben wichtig, wählen wir offen oder wählen wir geheim? Wichtiger Grundsatz in der Rechtsprechung, es besteht kein Anspruch auf eine geheime Wahl. Das heißt also, auch da muss man die Satzung zu Rate ziehen. Was ist dort geregelt? Das kann auch in vielen Satzungen vorgegeben sein, wie wir wählen. Wenn nicht, dann sollte man darauf achten, dass man eventuell die Mitgliederversammlung abstimmen lassen muss. Und dann sollten natürlich übrigens auch Wahlzettel entsprechend vorhanden sein. Grundsatz Nummer 8, Stichwort auch nochmal elektronisches Verfahren. Das wird in manchen Vereinen angewendet. Das ist möglich. Elektronisches Abstimmungstool, wenn das verwendet werden soll, kein Problem. Ist zulässig, verstößt nicht gegen Grundsätze im Vereinsrecht. Es wäre natürlich gut, wenn das auch in der Satzung eventuell abgesichert ist oder auch die Mitgliederversammlung das entsprechend genehmigt hat. Also da muss man schon auch gucken, dass die Mitglieder dem auch letztlich zugestimmt haben. Und dann kommen wir natürlich zum Thema Abstimmung, Grundsatz Nummer 9, auch das sollte bitte beachtet werden. Welche Mehrheit brauchen wir denn eigentlich, wenn wir Wahlen durchgeführt haben? Auch hier gilt der allgemeine Grundsatz im Vereinsrecht. Es reicht aus, auch bei Wahlen, die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Das bedeutet, es zählen also nur die Ja- und Nein-Stimmen, Enthaltungen werden nicht berücksichtigt und die davon abweichende relative Mehrheit, die auch manchmal angewendet wird in der Praxis, die darf aber nur angewendet werden, wenn wir eine Satzungsregelung dafür haben. Also immer aufpassen, wenn Sie Wahlen durchführen im Verein, immer gucken, welche Mehrheit muss angewendet werden. Und dann noch der letzte Grundsatz bei Wahlen. Auch hier muss beachtet werden, dass auch hier jedes Mitglied nur eine Stimme hat. Stimmen sind ja grundsätzlich nicht übertragbar. Das heißt, auch da muss man achten, dass korrekt abgestimmt wird. Und auch das kommt gelegentlich vor, wenn jemand vom Stimmrecht ausgeschlossen ist, also wenn jemand nicht mitstimmen darf. Also manchmal haben wir die Situation, dass gerade bei Wahlen zum Beispiel Minderjährige dann nicht mitwählen dürfen. Aber das wäre auch nur zulässig, wenn dann eine Satzungsgrundlage da ist. Also immer, wenn es um die Frage geht, wer ist stimmberechtigt, wer darf abstimmen, auch da bitte immer nochmal die Satzung zu Rate ziehen, um hier nicht Fehler bei der Abstimmung dann zu riskieren. Das waren mal so die wichtigsten 10 Wahlrechtsgrundsätze, die bei Wahlen zu beachten sind. Und nochmal immer dran denken, immer zunächst erstmal die Satzung zu Rate ziehen. Musik.